Hallo zusammen. Erik Ponti ist der Tyrann der Schule. Die Lehrer sind der Meinung, dass er der leibhaftige Teufel ist und es keine Zukunft für ihn gibt. Aber sie wissen nicht, was sich wirklich hinter Eriks harter Schale verbirgt. Stockholm in den 1950er Jahren. Auf den ersten Blick lebt Erik in einer ganz normalen Familie. Beim Abendessen sitzen alle ruhig am Tisch, aber sobald Erik ein Messer unsachgemäß in die Hand nimmt und es versehentlich fallen lässt, ohrfeigt ihn sein Vater. Nach dem Essen schlägt er ihm mit seinem Gürtel auf den Rücken. Die Mutter hingegen traut sich nicht, etwas zu ihrem Mann zu sagen und übertönt die Schreie ihres Sohnes, indem sie auf dem Klavier spielt. Es ist nicht verwunderlich, dass dieses Leben Erik verbittert und aggressiv gemacht hat. In der Schule wird er ständig in Schlägereien verwickelt und nach einer weiteren Rauferei wird er von der Schule verwiesen. Als Erik nach Hause kommt, findet er seine Mutter im Gespräch mit einem Anwalt vor. Der Mann verabschiedet sich hastig von Frau Ponti und gibt dem Jungen eine Visitenkarte für den Fall der Fälle. Die Mutter wird mit ihrem Sohn allein gelassen. Sie ist ungewöhnlich sanft zu ihm, sagt ihm aber schließlich, dass er ins Internat gehen muss. Heute. Det är din sista chans. Det är din sista möjlighet att nå gymnasiet. Du får inte ställa till, det lovar det. Bei seiner Ankunft wird Erik sofort von einem älteren Schüler begrüßt, dem schlaksigen Otto Silverhielm, der Pferde reitet und der beste Schüler der Schule zu sein scheint. Sehr höflich führt Otto den Neuankömmling herum und begleitet ihn dann auf sein Zimmer. Zum Abschied sagt er Erik, dass er ihn jederzeit um Hilfe bitten kann, da Teamgeist an dieser Schule besonders groß geschrieben wird. Erik lernt bald seinen Nachbarn Pierre kennen. Er hört gerne Jazz, liest Bücher und lernt viel. Er und Erik verstehen sich sehr gut und Pierre bietet dem Neuankömmling sogar an, ihm im Matheunterricht zu helfen. Am Abend betritt Erik zum ersten Mal die Cafeteria und stellt fest, dass es strenge Regeln für die Sitzordnung gibt. Sein Klassenkamerad Johann erklärt ihm, dass an dieser Schule die jüngeren Schüler nicht neben den Älteren sitzen dürfen und die weniger Wohlhabenden nicht neben den Reichen. Ein anderer Schüler fragt Erik plötzlich nach den politischen Ansichten seines Vaters und bekommt eine unhöfliche Antwort. Bitte reden. Was hört ihr? Der Vorsitzende der Schülervertretung, Otto, der anfangs sehr nett und höflich wirkte, bittet Erik, vom Tisch aufzustehen. Sein Kumpel Darlene nimmt ein Messer und schlägt dem Neuankömmling zur Strafe auf den Kopf. Auch die Lehrer sind nicht gerade Vorbilder. Der Geschichtslehrer veranschaulicht zum Beispiel die Überlegenheit einiger Nationen über andere mit Hilfe seiner eigenen Schüler. Er lässt Erik vor der Klasse stehen und nennt ihn ein typisches Exemplar der Germanen, während sein Freund Pierre als gebrechliche, schwache Person mit einem eindeutig südländischen Aussehen gedemütigt wird. Während des Mittagessens bespricht Erik den Vorfall im Geschichtsunterricht mit Johann und zeigt erneut seine Gefühle. Otto hört das. Er verlangt, dass der Neuling mit nach oben kommt, um bestraft zu werden. Erik weigert sich, also schickt Otto ihn in die Ecke für Leistungsschwache. Aber auch damit ist Erik nicht einverstanden, also bekommt er eine weitere Strafe. Du weißt, was das bedeutet? Permissionsverbot am Lördag-Sonntag. Wie auch immer, das Leben im Internat geht weiter. Erik versucht, seine Energie in friedliche Aktivitäten zu stecken. Lernen, mit Pierre reden und Sport treiben. Er schafft es sogar, einen Platz im Schwimmteam zu bekommen und bricht einen lokalen Rekord. Pierre ist nicht gerade begeistert von Eriks sportlichem Erfolg. Er sagt seinem Freund sofort, dass ihm das Probleme bereiten könnte. Denn je mehr er auffällt, desto größer ist die Chance, dass er die Mitglieder des Schülerrats verärgert. Und tatsächlich. Genau in diesem Moment betritt einer von Ottos Freunden den Raum und fordert Erik auf, sich sofort bei den Oberstufenschülern zu melden. Erik gehorcht und von der Tür aus befiehlt Darlene dem Neuankömmling, die Schuhe der ganzen Gruppe zu putzen. Er weigert sich und geht. Am nächsten Tag kann Pierre nicht glauben, dass Erik es gewagt hat, sich den Oberstufenschülern zu widersetzen. Er warnt Erik, dass er sofort von der Schule verwiesen wird, wenn er versucht, sich mit ihnen zu streiten. Und überhaupt, es ist immer besser, Konflikte friedlich zu lösen. Am nächsten Tag stößt Darlene absichtlich mit Erik zusammen und verlangt, dass er sich entschuldigt. Der Neuling weigert sich, sich zu entschuldigen, woraufhin er angewiesen wird, nachts zum Ring zu gehen. Pierre erklärt seinem Freund, dass dort die älteren Schüler die jüngeren verprügeln und bestrafen. Die Aufgabe ist es, so viele Schläge wie möglich auszuhalten und dann um Gnade zu betteln.
Du kannst dich wehren, aber es ist besser, das nicht zu tun. Und wenn du nicht mitkommst, wird dich jeder wie eine Ratte behandeln. Erik beschließt, nicht zu gehen. Und spät in der Nacht brechen Ottos Schergen unter dem Vorwand einer Inspektion in ihr Zimmer ein. Sie richten ein wahres Chaos an und erschrecken Pierre fast zu Tode. Am nächsten Tag trainiert Erik im Schwimmbad und erfährt von seinem Trainer, dass kurz vor Heiligabend eine Meisterschaft an der Schule stattfinden wird. Sie wurde vom Vater eines Schülers, Levenhäusen, ins Leben gerufen und er ist derjenige, der gewinnen wird. Erik ist davon entmutigt, aber der Trainer sagt, dass er es mit seinem sportlichen Talent trotzdem weit bringen könnte. Idrotten ist demokratisch, Erik. Denk mal. Beim Mittagessen verkündet Otto, dass der Schülerrat am Abend tagt und alle schuldigen Schüler teilnehmen sollen. Dazu gehört auch Erik, der von allen nur noch Ratte genannt wird. Das Treffen sieht aus wie ein echter Prozess. Erik streitet mit Otto, dem Vorsitzenden des Rates, und weigert sich, sich zu entschuldigen, was zu 2 Wochenenden Zwangsarbeit und 8 Wochenenden Hausarrest führt. Das erste Wochenende der Zwangsarbeit steht an. Darlene hat eine Aufgabe für ihn vorbereitet. Er soll einen kleinen Graben ausheben. Der Junge erledigt die Aufgabe, obwohl es regnet. Aber als er zurückkommt, bekommt er die neue Aufgabe. Den Graben auffüllen. Als Erik zum Abendessen in die Cafeteria geht, ist niemand mehr da. Eine Angestellte, eine finnische Frau namens Maria, serviert ihm etwas zu essen. Sie ist freundlich zu dem jungen Mann und sagt ihm, dass er ungerecht behandelt wird. Wieder einmal verlassen alle das Haus für das Wochenende und Erik bleibt allein zurück. Im Speisesaal trifft er auf Maya, die mit ihm flirtet und ihm sagt, dass sie um 7 Uhr in der Nähe eines geheimen Raucherplatzes sein wird. Erik kommt wie geplant dorthin, aber er versteht bis zum letzten Moment nicht, warum das Mädchen ihn dorthin gelockt hat. Sie küsst den verblüfften Erik und umarmt ihn. Die Nachtruhe bricht an. Es ist eine Zeit, in der die Erstsemester von der Schülervertretung besonders schlimm gemobbt werden. Erik bereitet im Voraus einen Verteidigungsplan vor und verbarrikadiert die Tür. Er und Pierre halten Ausschau nach den Schlägern und bleiben wach, aber die Bücherbarrikade kann sie nicht retten. Otto stößt die Tür auf und schüttet einen Eimer mit Abwasser auf den Boden und die Betten. Nur mit Mühe können Erik und Pierre dem Drang widerstehen, sich zu übergeben und machen das Zimmer sauber. Nachdem er den Eimer mit Fäkalien gefüllt hat, geht Erik zu den Zimmern der Oberschüler und schüttet es Otto direkt ins Gesicht, während alle schlafen. Wie geht's? Was sagst du? Noch Menge Beweis. Ich sagte, du kannst auch wenn es am Herz. Tegel mit dir. Beim Mittagessen scherzt Erik, dass jemand am Tisch sehr schlecht riecht. Er steht auf, geht auf Otto zu und beschnuppert ihn. Der Ältere wird wütend und beginnt, den Neuling zu schlagen, so fest er kann. Erik kann sich nicht wehren. Seine Hände sind hinter seinem Rücken gefesselt. Er ist kurz davor, ohnmächtig zu werden, aber Maya geht dazwischen und auf ihren Schrei hin kommt der Schulleiter. Otto bleibt stehen. Es ist der Tag des Schwimmwettbewerbs. Erik gewinnt in allen Disziplinen. Es ist Zeit für den letzten Wettbewerb, den 300-Meter-Sprint. Der Trainer kommt in die Umkleidekabine und sagt Erik, dass er alle Chancen hat, Levenhäusen zu schlagen. Der Trainer verspricht, dass ihn niemand anrühren wird, wenn er gewinnt, und schwört, dafür zu sorgen. Erik gewinnt und stellt 3 Meisterschaftsrekorde auf. Er ist der absolute Sieger des Turniers. Am Heiligabend kommt Erik endlich zu Hause an. Seine Mutter lobt ihren Sohn für seine ausgezeichneten Noten und die Schwimmtrophäe, aber sein Vater beachtet sie gar nicht. Was ihn am meisten beunruhigt, sind seine schlechten Verhaltensnoten. Erik versucht zu erklären, dass er einfach kein Botenjunge für die Oberstufe sein wollte, aber sein Vater weigert sich, ihm zuzuhören. Der Junge kehrt in die Schule zurück und stellt fest, dass sich einige Dinge verändert haben. Maya geht ihm aus irgendeinem Grund aus dem Weg und Otto und seine Freunde fangen an, auf Pierre herumzuhacken. Erik merkt, dass die Oberstufenschüler ihre Taktik ändern und seinen Mitbewohner schikanieren wollen und beschließt, den Schwimmunterricht aufzugeben. Maya sagt ihm unterdessen unverblümt, dass er sie nicht mehr besuchen soll. Aber Otto und seine Bande kleben an seinen Fersen. Eines Abends erwischen sie Erik vor dem Gebäude und bringen ihn in ein Zimmer, in dem Pierre nackt wartet. Darlene schikaniert ihn und droht ihm, eine Zigarettenkippe auf seiner Brust auszudrücken. Also meldet sich Erik freiwillig, um die Strafe für seinen Freund auf sich zu nehmen
und Darlene drückt die Zigarettenkippe auf ihm aus. Der Junge gibt trotz der unerträglichen Schmerzen keinen Laut von sich. Pierre wird angewiesen, sich anzuziehen und am nächsten Tag in den Ring zu kommen. Det är därför finns regler. Ska din vän här behöva lida bara för att du tycker det är störande? Am nächsten Tag versucht Erik, Pierre auszureden, in den Ring zu gehen, aber er ist entschlossen, gegen Otto zu kämpfen und sich zu behaupten. Die Freunde streiten sich, aber Erik kommt trotzdem, um sich den Kampf anzusehen. Es fängt alles vielversprechend an. Pierre schlägt Otto mitten ins Gesicht. Diese Frechheit bringt seinen Gegner jedoch in Rage und er schlägt Pierre zusammen, sodass er fast bewusstlos wird. Trotzdem weigert sich Pierre, um Gnade zu betteln. Erik sieht sich das mit Tränen in den Augen an und geht. Später, bereits im Zimmer, verspricht er Pierre, sich um Otto zu kümmern und ihn ein für alle Mal zu stoppen. Aber jetzt wechselt Otto wieder zu Erik. Zuerst soll er als Teil seiner Zwangsarbeit 4 Pfosten in den Boden hämmern, um einen Tisch aufzustellen. Doch kurz vor Einbruch der Nacht entdeckt Erik, dass diese Pfähle für ihn bestimmt waren. Die Schläger fesseln ihn mit Seilen und schütten dann Eimer mit heißem und kaltem Wasser über ihn. Er wird allein gelassen und läuft Gefahr zu erfrieren. Nach einer Weile wird er von Maya gefunden, die ihn mit in ihr Zimmer nimmt und ihn gesund pflegt. Zurück in seinem Zimmer findet Erik einen Brief von Pierre. Darin teilt ihm sein Freund mit, dass er sich entschlossen hat, die Schule zu verlassen und bittet ihn, keinen Groll gegen ihn zu hegen. Pierre gesteht Erik, dass er sein einziger Freund ist und er weint Tränen der Einsamkeit und Frustration. Nachdem der Biologielehrer, der Pierre verehrt hat, Erik vorwirft, ein Feigling zu sein und nichts zu tun, kann er es nicht mehr ertragen. Er beschließt, das Risiko, von der Schule verwiesen zu werden, zu ignorieren und arrangiert ein Treffen mit Darlene und einem anderen großen Kerl aus Ottos Gang. Die Älteren freuen sich. Sie denken, dass sie der sogenannten Ratte eine Lektion erteilen können. Aber Erik sieht überhaupt nicht ängstlich aus. Im Gegenteil, er wirkt sehr zuversichtlich und schwört, seine Gegner in Stücke zu reißen. Otto sieht, wie gut Erik kämpfen kann und ist sichtlich erschrocken. Aber anstatt den Anführer der Schläger vor allen zu demütigen, geht Erik einfach schweigend aus dem Ring. Er geht zum Personalgebäude und fragt nach Maya. Eine Frau in der Küche teilt ihm mit, dass sie vor 3 Tagen wegen Fehlverhaltens entlassen wurde. Die Schüler erhalten ihre Post und Ottos Freund bemerkt, dass Erik einen Brief aus Finnland erhalten hat. Der Senior geht sofort zum Zimmer des Jungen und nimmt den Umschlag an sich. Der Rüpel liest die Nachricht von Maya laut vor. Sie schreibt Erik, dass er sich keine Sorgen wegen einer möglichen Schwangerschaft machen muss, weil sie alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen hat, und gesteht ihm ihre Liebe. Am selben Tag wird Erik in das Büro des Schulleiters gerufen. Er teilt dem Schüler mit, dass er keine andere Wahl hat, als Erik sofort zu verweisen. Der Junge widerspricht der Entscheidung des Schulleiters nicht und bittet ihn nur darum, Mayas Brief zurückzugeben. Der Schulleiter weigert sich und rät Erik, das Mädchen einfach zu vergessen. Es bleiben weniger als 24 Stunden bis zu seiner Abreise nach Hause und Erik beschließt, Otto eine letzte Lektion zu erteilen. Erik spürt ihn im Wald weit weg von der Schule auf, während Otto mit seinem Pferd spazieren geht und zwingt ihn, auf die Knie zu gehen. Der Tyrann kann nicht mehr weglaufen und Otto bietet Erik sogar Geld an. Er antwortet, dass er kein Geld will. Er fängt an, lebhaft zu beschreiben, wie er ihn umbringen und seinen Ring nehmen und seine Zähne zertrümmern wird, damit ihn niemand identifizieren kann. Otto wird hysterisch. Erik geht weg und lässt Otto schluchzend auf dem Boden zurück. Während er seine Sachen packt, fällt ihm ein, dass er die Visitenkarte des Anwalts dabei hat. Der Anwalt kommt prompt in der Schule an. Erik geht zur Lehrerversammlung und zeigt dem Schulleiter, dass er gegen das schwedische Gesetz verstoßen hat, in dem das Recht eines Bürgers auf persönliche Korrespondenz eindeutig festgelegt ist. Der Direktor weigert sich immer noch, den Brief zurückzugeben. Und so kommt der Anwalt hinter Erik hervor. Er sagt, dass er gerade mit einem Reporter gesprochen hat, der sich Eriks Geschichte mit großem Interesse angehört hat und dass er sich nun die Schule ansehen möchte. Die Lehrer fangen an, sich aufzuregen und Fragen zu stellen. Der Schulleiter merkt, dass er in Schwierigkeiten steckt und willigt ein, zu kooperieren. Ein paar Monate vergehen. Erik macht seinen Abschluss an der Schule.
Er kommt mit ausgezeichneten Noten nach Hause, die ihm die Zulassung zu jeder Universität im Land garantieren. Aber sein Vater ist immer noch unzufrieden. Er ist unzufrieden mit den Verhaltensnoten und der Affäre, die Erik in der Schule hatte. Er befiehlt seinem Sohn, in sein Zimmer zu gehen. Aber diesmal läuft es nicht ganz so wie sonst. Erik droht, dass sein Vater in einer halben Stunde im Krankenhaus landen wird, weil seine Arme und Beine gebrochen sind. Im Krankenhaus wird er dann sagen müssen, dass er die Treppe heruntergefallen ist. Und wenn er versucht, die Polizei einzuschalten, wird Erik ihnen alles erzählen, was er seiner Familie all die Jahre angetan hat. Der Vater sieht ihn entgeistert an und zum ersten Mal scheint er Angst vor etwas zu haben. Es vergeht noch einige Zeit. Erik kommt Pierre besuchen und erfährt, dass er in Genf studieren wird. Erik nimmt einen Job in einer Anwaltskanzlei an. Vorerst ist er nur ein Bote, aber von nun an ist es sein größter Traum, Anwalt zu werden und die Welt von Ungerechtigkeit zu befreien. Die Freunde geben sich die Hand und vereinbaren sich, irgendwann wieder zu treffen. Gab es in der Schule auch Situationen, in denen du für das, woran du glaubst, einstehen und deine Freunde verteidigen musstest? Teile deine Geschichten in den Kommentaren und vergiss nicht, dieses Video zu liken und den Kanal zu abonnieren. Hier findest du Zusammenfassungen der faszinierendsten Filme der Welt.